Hier oben könnten wir ein paar Holz produzieren. Eine neue Technologie wurde von euren Rivalen erforscht. So, jetzt erforscht er Verzierung auch noch. Aber ja, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Interessanter wäre es zu wissen, wer unsere Feinde und wer unsere Verbündeten sind. Aber Diplomatie gibt es hier leider keine Ansicht. Oh, und ich sehe gerade, wir haben Siegfried den Spezialisten als General. So, Händlergilde wird gebaut, sehr schön. Wie ja gesagt wurde, Handel ist wichtig. Hier haben wir auch noch... Questtafel, ausgezeichnet. Dies ist der erste Schritt, um ein erfolgreicher Kaufmann zu werden. Nun solltet ihr eure Territorien erweitern. Leider könnt ihr in diesem Zeitpunkt noch keine Soldaten rekrutieren. Wir sind doch drüber aus der Taverne, ist mit der Gnade des Volkes. Neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle. Vorerst müsst ihr euer Reich mittels Bestechung ausdehnen. So, das heißt, wir brauchen dieses Einhausierer. Ja, hier ist der Hafen. Hier könnten wir theoretisch Klamotten gegen Geld tauschen, um dadurch Bestechung möglich zu machen. Euer Gegner hat eine Technologie erforscht. So. Das heißt, wir stechen jetzt mal hier und benutzen den, der unsere Klamottenherstellung, um das zu machen. Oh, nochmal eine Bevölkerung. So, und da sind unsere Jungs unterwegs, um Geld zu besorgen. So, du arbeitest nur nach Bedarf. Du arbeitest bitte dahin. So, ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Ja. Ich ziehe meinen Hut vor euren Bestechungskünsten. Die Hausiere, die sich... Ja. So weh. Festtafel. Durch Bestechung übernommene Sektor. 3 Stück, bitte. Also ist der nächste dann der da. Eine neue Technologie wurde von euren Rivalen erforscht. Ja. Ja, aber hier gibt es Gold und Kohle und hier gibt es Eisen und hier gibt es nur Holz.
neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ja, und jetzt können wir mal gucken. Das ist die Piratenbucht. Das ist der Versorgungsposten. Das ist die Schiffswerft. Das ist der Hafen. Und das ist der Schiffsfriedhof. Dieses zuletzt Urstädter viele stolzer Schiffe auf dem Weg nach Norderdam geworden. Und die Seelen ihrer Besatzung suchen dieses Gefilde immer noch heim. Schiffswerft. Die kleine Werft ist der Arbeitsplatz des Schiffsmeisters, Schiffsbaumeisters und der Ausgangspunkt für sein abenteuerlustiges Vibe. Okay. Der Versorgungsposten. Hier werden die Nachschub- und Münzlieferungen gegen Norderdam eintreffen. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Ja, ich ziehe meinen Hut vor euren Bestechungsposten. Die Hausierer, die sie beim Kampf durch die Geschosse haben, scheinen auch beeindruckt. Macht nur weiter so. Und den Hausausbau. Der ist wichtig jetzt. Kann ich nämlich die dreimal ausbauen. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. So, du jagst in dem Wald und du jagst in dem Wald. Dann sollte das keine Probleme geben. So, dann verkaufen wir wieder. Kleidung. Um den nächsten Sektor einzunehmen. Ja. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, Goldmine. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mach bis so. Münzpräger.
erstmal einen Münzpräger. Kohle und Gold, dafür wird jetzt gesorgt. Ja, Handelsrouten wären schon interessant, welche zu haben. Ich könnte Wasser gegen Gold dann eintauschen. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Gucken wir mal, ob wir dem nicht zuvorkommen. Aber jetzt lässt er die Technologie erstmal sein, was ich auch gut finde. Was etwas doof ist. Na gut, es gibt hier Tausch Wolle gegen, also Stoff gegen Gold. Drachen aber nicht andersrum. Das ist etwas schade. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Dann holen wir uns auch mal gleich den hier. Noch ein paar mehr Handelsleute. Bauen die beiden aus, während wir den Sektor einnehmen. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Erstmal wieder das hier. Großartig, ihr wisst, wie man diese Gemeinbanditen überzeugt. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr mit Geld umzugehen versteht. Und hier ist darum zu zeigen, wie gut ihr mit der Handelskarte vertraut seid. Errichtet mindestens 3 Handelsposten oder Zwischenlager und ich werde euch mit dem Thema Handel nicht länger belästigen. Ja, gut. Das heißt, wir bauen mal die Händlergilde aus. Für die brauchen wir noch Ringe zusätzlich. Das ist schon mal der Grund, warum wir Eisen brauchen. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Neue Handelsoption ist verfügbar. Ganz falsch. So, bitte. Obwohl, so sollten wir es vielleicht auch nicht gerade unbedingt machen, wieder.